Ja, so wieder bei Metroid Prime. Beim letzten Mal sind wir hier in die versunkene Fregatte, glaube ich, heißt das, reingekommen. So. Hier schon wieder. Und wollen uns jetzt noch ein bisschen weiter hier dann umschauen. So. Ich meine, Schüssen ausweichen. Bist du? Ne, du bist noch nicht. Doch. Du bist. Aber irgendwo ist noch... Ja, ist noch einer. Ich hab's doch ge... Huch! Hallo! So. Einmal wieder herkommen. Und kaputt gehen. Wie die explodieren. Waren das alle Gegner? Oder kommt noch jemand? Okay, ich darf mich jetzt in Ruhe umschauen. Und in Ruhe alles scannen. Wenn ich überhaupt irgendwas zum Scannen finde. Das Schiff hat echt recht wenig zum Scannen. Wenn ich also an das Forschungslabor Hydra denke, da habe ich alle paar Sekunden mal anhalten müssen, um was zu scannen. Aber hier... ist echt gar nichts. Ich höre diese riesigen Türen hier. Sollen wir die machen? Nee. Hier ist wirklich nichts zum Scannen. Schade. Kann ich da irgendwie rüber? Oh, bringt mir auch nichts. Wo ist denn die Tür? Ich glaube, da wo ich war, war schon richtig, oder? Moment. Hier kam ich durch. Irgendwo in der Richtung. Ach da! Mir fehlt nur wieder die Energie. Na gut, wenn das Ding hier so unter Wasser ist, ist es kein Wunder, dass hier und da mal ein bisschen Energie fehlt. So. Ja. Da oben komme ich, glaube ich, nicht dran. Aber da vorne komme ich eben dran. Das andere muss ich eben nochmal... Na, ja, wobei? Da komme ich doch sicher auch von hier dran. Sag ich doch. Wenn die Türen nicht leuchten, ist es teilweise echt schwer, die zu sehen. Ich bin ja froh, dass meine Sicht hier durch den Gravity Suit ein kleines bisschen verbessert wird. Ich glaube, sonst würde ich hier gar nichts sehen. Okay, ich wollte schon sagen, ich bin jetzt aber schon in einem neuen Raum. Und hier schon wieder die Viecher rumschwimmen. Da war sonst nichts? Gehe ich von aus? Okay. Huch. Schon wieder so ein toter Pirat. Was bist du? Seeschlauchkraut. Zerplatzt bei Erschütterung. Die Pflanze wird aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum süßen Schlauchkraut derselben Familie zugeordnet. Kraftlos wird, wenn sie einer Krafteinwirkung ausgesetzt ist. Dieser Schutzmechanismus hält die meisten Lebewesen davon ab, sie als Futterpflanze zu gebrauchen. Naja, aber dafür fliegt sie in die Luft. Der Weltraumpirat. Kann ich hier nur nach unten, wenn ich das richtig sehe, ne? Okay. Kann ich irgendwie sicher nach unten? Wenigstens kann ich die Dinger zum Explodieren bringen. So halbwegs. Der noch tiefer runter bekommt. Da ist auch nichts. Nö. Okay, da ist nichts. Da kann ich nicht durch. Moment.
Jetzt komme ich bei der großen Baumschlucht wieder raus. Haben wir da nicht schon mal? Oder doch nicht? Wieso wird mir das hier angezeigt? Ich habe bisher keinen Gang irgendwie übersehen oder sowas, ne? Nee, hier waren wir gar... Waren wir hier? Ich glaube, ich war hier, aber bevor ich den Icebeam hatte, oder? Kann das sein? Oder Tunnelsystem zum Garten des Lebens? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Huch. Da kann man was aus. Es könnte klappen. Nein! Ich war da direkt daneben. Ich hätte erwartet, dass es da schon aufhört. Yes! Energietank gehalten. Sag das, sah ein bisschen verdächtig aus, dass es da hoch, weiter hoch ging. Und so ein bisschen Bombjump braucht man immer mal. Was bist du denn? Achso, der Yeltsub. Komme ich irgendwo weiter hoch? Ich sehe das nicht. Nee, da kam ich her. Da entlang? Hier komme ich hoch. What? Was soll mal das für ein Geräusch war? Wie? Wie? Wo? Warum? Ach, ihr habt mich angegriffen. Über die Missiles her. Jetzt ist die Frage, war ich hier schon mal? Doch, ich erinnere mich. Ich bin bis dahin hingekommen, aber ich konnte nicht weiter, weil ich an diesem Baum nicht vorbeikam. Und ich konnte nicht nach unten springen, ne? Genau, das ist nach unten nämlich abgeriegelt. Ich erinnere mich, ich war oben rum nur. Und konnte bis hierhin gehen. Und dann irgendwie nicht mehr weiter. Okay. Hier ist eine Tür hinter mir. Ja. Habe ich gerade irgendwie übersehen auf der... Jetzt muss ich aber zuerst gucken, wie... Was ist jetzt da hinten noch? Ist da irgendwie ein Weg nach oben? Wenn ich die alle in die Luft jage? Na, nicht wirklich. Okay, was haben wir hier? Achso, Moment, das war das Falsche. Ah! Das ist das Tor, was ich gefunden hatte. Ups. Das einmal zu viel gedasht. Ich erinnere mich, das war ja abgeriegelt an der Stelle. Und deswegen kam ich da nicht weiter. Also zumindest nicht unter dem Baum. Und jetzt haben wir es anscheinend dauerhaft geöffnet. Ja. Ja. Sind wir ein bisschen weitergekommen. Was muss mich jetzt denn... Wobei, ich glaube... Huch, bin ich angegriffen. Nee, da komme ich nicht von da aus hin.
Aber dafür von hier aus einfach. Stimmt, ich erinnere mich an diese... an... diese Säule hier. Hier brauchte ich auch den... brauchte ich hier? Irgendwo? Rebel Beam? Nicht? Okay, dann halt nicht. So, wie war das? Was war hier? Bendezium wieder? Bendezium, okay. Das ist, als würde es wehtun, aber irgendwie habe ich letztens auch keinen Fallschaden bekommen. Hm. Na gut, dann gehen wir unten mal durch die Tür durch. Mal wieder bis nach ganz unten fallen ins Wasser. So, was haben wir hier? Verbindungstunnel zum Transporter. Was ist das? Hohe Strahlung. Nein, lass mich mal in Ruhe. Kann man das scannen? Ich glaube, ich sollte da besser nicht runterfallen, oder? Ja, sollte ich nicht. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Zutritt zum Öchle. Fasonminen. Ah, neues Gebiet. Ja, da haben wir jetzt das Fasonen wieder ein bisschen mehr im Vordergrund. Stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, wir hatten ja auch bei den Artefakten irgendwas mit einer Mine. Na dann. Hier ist auch überall das Fasonen. Ja. Fasonminen. Wo genau sind wir jetzt? Ah. Quasi neben der Talon-Oberwelt. Da haben wir die Ruinen, da oben Markmoor und Eiswüste. Scheint aber kein großes Gebiet sein, wenn ich mir das so anschaue. Eher ein bisschen verschachtelt. Huch, hab ich die nicht mal getroffen? Ach, die brauchen einen Schuss mehr. Okay. Die ist immer schön daneben. Na, Raketen kann man immer gut. So. Na gut, da ist nur die Spur. So, ich hatte hinten auch noch was gesehen, oder? Oder war das nur die Schiene, die ich von der Seite gesehen habe? War es wahrscheinlich eher die Schiene. Duales Kraftfeld ist in Betrieb. Kontrollfelder zum Deaktivieren befindet sich wahrscheinlich in der Nähe. Tun Sie das? Was haben wir da? Sekundärer Schaltkreis des Kraftfelds deaktiviert. Ja, lag da wahrscheinlich wirklich in der Nähe. Mhm. Da einer drin. Hockten, ja. Moment, seid ihr neu?
Nein, die üblichen Weltraumpiraten. Ist nicht noch ein dritter rausgekommen ursprünglich? Waren es echt nur die drei? Ich dachte, ich hätte gerade noch einen vierten irgendwie gehört. Kann ich da rein? Wenn der schon von da drin kam. Hi, Nummer 4. Oh, da ist noch eine andere Tür. Nee, schade, ich kann da nicht rein. Das ist nur für die ein Durchgang. Aber ich kann es doch... Was ist denn das dahinter? Ich kann es nicht scannen. Von hier aus nicht? Nee. Da könnte ich... Moment. Du bist doch sicher ein Grapplebeam-Punkt. Ja. Das heißt, da kann ich erst nach dem Grapplebeam hin. Ich vermute ja, dass das nächste Item, was ich bekomme, der Grapple Beam sein wird. Weil ich glaube, ich mit dem Grapple Beam eher noch irgendwo irgendwelche Sachen erreichen kann, als mit dem Plasma Beam. Na? Hier noch jemand, der kämpfen möchte? Hier was zum Scannen? Was auch nicht mehr benutzt wird. Momentan ist er nicht in Betrieb. So. Da könnte ich hoch. Könnte ich auch irgendwie hoch? Und da müsste ich mal rein zum Scannen. Dann fangen wir doch erstmal hier an. Wow! Ja gut. So kann man auch wieder ganz schnell nach unten fallen. Irgendwas zum Scannen oder warum leuchtest du so? Man kann in die Luft jagen. Ach, guck mal. Da unten war der Schaltkreis zum Deaktivieren. Jetzt will ich aber trotzdem noch wissen, was da oben ist. Irgendwas wird da oben ja wohl noch sein. Jetzt müssen wir irgendwie da nach oben kommen. Nachdem ich mich da so glamourös in den Abgrund wieder gestürzt habe. Wo war dann jetzt der Gang? Direkt dahinter, ne? Ja. So. Was bringt mir das hier? Irgendwie nichts. Machen wir die andere Schiene. Da. Bei mir jetzt? Ja. Nee, das reicht von der Höhe nicht. Ach, Moment mal. Wenn der sich dreht... Dann bringt mir das was. Warum das da oben ist. So dahinter. Ich müsste den Kran dazu bringen, sich einmal zu drehen. Transport von Baustoffen abge... Moment, da war noch mehr. Verarbeitung der Lieferung für die Xenom-Wachteams ist in Vorbereitung. Jegliche Versuchmutationen sind dem wissenschaftlichen Team umgehend mitzuteilen. Alle Einheiten mit vorteilhaften Mutationen erhalten ihre... Eine Gehaltssteigerung und zusätzliche Verpflegung. Oh, das ist ja nett. Steuerkonsole dieses Lastkranz ist intakt, aber es fehlt jedoch die Stromversorgung. Eine nahegelegene Energieleitung muss die Induktion. Okay. Ich muss also wieder nach Energie suchen. Energie, Energie. Da sehe ich doch was.
Okay, das heißt, jetzt können wir es aktivieren. Nee. So, Kranturm wird neu ausgerichtet. Huch. Ich habe was kaputt gemacht. Aber jetzt kann ich ja wenigstens an diesem Türmchen hoch. Einmal schön hier durch. Und einmal runter. Und ein Missile-Container. Sehr schön. So, ich hätte jetzt einmal die Tür zur Auswahl. Und die andere Tür da hinten. Ich glaube, da möchte ich sogar zuerst mal nach der lilanen Tür gucken. Das könnte ein Speicherraum sein. Ja, Zutritt zur Speicherstation genehmigt. Sag ich doch, ein Speicherraum. Hatte ich irgendwie im Gefühl. Kann man da irgendwie durch? Nein. Und zum Anfang eines Gebietes ist ja immer so ein Speicherraum. Kann man da irgendwie noch was scannen groß? Nee. Die haben ein Aquarium mit Fische gemacht. Das ist doch schön. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Und beim nächsten Mal schauen wir uns die Fasonminen mal ein bisschen genauer an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.